Auch die 102. Wirtschaftsgespräche am Main der Wirtschaftsinitiative Frankfurt-Rhein-Main fanden im Interkontinentalhotel in Frankfurt statt. Diesmal war Kasper Rorstedt eingeladen, CEO der Adidas AG. Der Däne war bis Anfang 2016 Vorstandsvorsitzender der Henkel AG und ist seit Mitte 2016 Vorstandsvorsitzender bei der Adidas AG. Seit seinem Eintritt hat sich der Wert der Aktie des Unternehmens mehr als verdoppelt. Der Top-Manager sprach zum Thema Adidas, eine globale Marke mit festen Wurzeln. Und Adidas hätte nie diesen Wachstum. Erst hat das Markt sich globalisiert. Jede Mensch oder viele Menschen treiben heute Sport. Das war gar nicht der Fall in 1924. So die Vielfalt von Menschen, die Sport treiben, die Globalisierung und natürlich auch die Bekanntheit von der Marke. In 24 hat keine Adidas bekannt, jetzt kennt 97% von der Weltbevölkerung die Marke Adidas. Rorstedt wirkt sympathisch und sehr authentisch, wie er mit Adidas-Schuhen aus dem 3D-Drucker, Jeans und Sport-T-Shirt erzählt, dass er jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Seine Belegschaft sei fast ausschließlich unter 30 Jahre alt. Er nennt sie liebevoll seinen Kindergarten. Gerade die jungen Leute brauche man, denn Digitalisierung sei Adidas sehr wichtig. 90% des Marketings funktioniert digital. Rorstedt selbst postet 3 bis 4 Mal pro Woche über seine Social-Media-Kanäle. Digitalisierung ist eine ganz entscheidende Technologie für uns. In der Kommunikation intern, in die Interaktion mit den Kunden, in die Transaktion mit den Kunden. Das heißt, dass wir machen über 2 Milliarden Umsatz online. Wir streben an 4 Milliarden Umsatz online bei 2020 an. Und letztlich auch im Design von unseren Produkten. Jetzt können wir mittlerweile Schuhe drucken, also einen 3D-Druck. So die Digitalisierung eröffnet Welten für uns, die enorme Möglichkeiten sich bieten. Der dänische Wahlbayer berichtet, dass Adidas 2018 sein umsatzstärkstes Jahr hatte. Außerdem ist der zweitgrößte Sportartikelhersteller der Welt Ausstatter von berühmten Sportlern, Sportveranstaltungen und Sportmannschaften wie unter anderem dem FC Bayern München. Laut Rorstedt der beste Fußballclub der Welt. Wir sind sehr stolz, unser Hauptsitz in Herzegowina auch zu sein. Wir sind stolz, ein deutsches Unternehmen zu sein. Und das nutzen wir in die Vermarktung als globale Unternehmen. Dass wir haben unser Würschel, wo die Firma 1924 gegründet wurde. Und ich glaube, genau deshalb ist Adidas anders. Dass wir sind dort geblieben, wo die Firma gegründet wurde. Und das nutzen wir in die globale Marketing. Trotz der festen Wurzeln in Herzogenaurach und den dort beschäftigten 6.000 Mitarbeitern macht der Heimatmarkt Deutschland nur noch 6% des Umsatzes aus. Die größten Märkte sind China und Amerika. Adidas kam Mitte 2018 auf einen Börsenwert von etwa 46 Milliarden US-Dollar. Sportartikel, ein Wachstumsmarkt, vielleicht auch, weil sich Sportschuhe laut Rorstedt auch unter Managern immer mehr durchsetzen.